Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt schon den Titel gelesen, heute geht es um Henry, unseren Toddler. Ja, war er nun bei Til Schweiger? Was ist da los? Spielt er im Kinofilm mit? Ich wollte euch heute einfach mal eure Antworten zu euren Fragen geben und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. We can be so much more than we are, so much more than we are, we can. Genau, falls wir immer gestört werden, hier unten sitzt eine kleine Babykatze. Hallo, die ist noch namenlos und weiß immer noch nicht so recht, wo sie hin soll. Und ist irgendwie die ganze Zeit bei mir, also in meiner Kapuze hockt sie ganz oft oder meine Tasche hier oder sie turnt durch mein ganzes Kinderzimmer hier. Ja, es geht um Henry in diesem Video. Henry spielt in dem neuen Kinofilm von Til Schweiger mit. Das kann ich schon mal sagen. Einmal, wie das Ganze passiert ist, ich habe Henry ja verkauft und ich hatte ihn bei eBay Kleinanzeigen drin und Til Schweiger ist in diesem Moment in Bad Oldesloe gewesen und hat dort eben den neuen Kinofilm Honig im Kopf gedreht. Honig im Kopf kennen, denke ich, sehr, sehr viele von euch. Aber es gibt eine Neuauflage von Honig im Kopf, also eine Neuverfilmung. Und in der letzten Szene wurde ein Kleinkind gebraucht. Weil es nun mal so ist, dass echte Kinder nicht so oft am Set gebraucht oder nicht so lange am Set sein dürfen und nicht so lange vor die Kamera dürfen. Oder manchmal gibt es auch einfach Tage, wo die den ganzen Tag nur weinen. Und deswegen brauchten sie eben eine Puppe, also Henry. Ich hatte Henry, wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen drin und da wurden sie auch relativ schnell aufmerksam dann und haben mich einfach angeschrieben und ich habe natürlich direkt gesagt, ja klar, das können wir gerne machen. Und ich fand es ja auch sehr spannend selber und dann Henry dann im Kinofilm zu sehen, finde ich auch richtig, richtig cool, wenn er denn da reinkommt. Das muss natürlich nicht sein. Sie haben Szenen mit Henry gedreht und sie haben ihn noch extra umgezogen dafür, damit er halt aussieht wie das Baby. Aber ob er nun drin ist, wissen sie erst nachher, wenn sie den Film sozusagen schneiden. Weil das Kind hat wohl sehr gut mitgemacht, was mich natürlich auch freut. Aber mich würde es natürlich auch freuen, wenn Henry da drin ist. Natürlich richtig, richtig cool, wenn der da in dem Kinofilm von Til Schweiger mit drin ist. Wow, ich kann das immer noch gar nicht fassen. Und auch, dass Til Schweiger hier bei uns in der Nähe ist, in Schleswig-Holstein, in Bad Oldesloe. Da ist meine Schule gewesen. Richtig, richtig komisch. Ein paar Kilometer von mir entfernt. Ist einfach mal so Til Schweiger und dreht einen Film. Total krass. Er war diesmal nicht dabei, sondern er war der Regisseur da von dem ganzen Stück diesmal. Und hat das halt alles so geleitet. Und bei mir war seine Sekretärin. Die hat Henry dann abgeholt, eine Kaution dagelassen, also Pfand sozusagen für ihn. Und gleichzeitig habe ich aber auch noch ein bisschen Geld dafür bekommen, dass er eben da mitspielen durfte. Ja, und dann, glaube ich, war er 3 Tage da und wurde abgeholt und nach 3 Tagen einfach wiedergebracht. Und dann war das Ganze auch schon erledigt. Und das Pfand wurde wiedergegeben. Ich habe mein Geld behalten und dann schauen wir mal, ob der kleine Mann in dem Kinofilm mitspielt. Der Film soll 2019 im Frühjahr rauskommen, also ungefähr so Januar, Februar, wurde mir gesagt. Und eigentlich nur in Amerika, aber natürlich können wir Deutschen das natürlich auch gucken, also ist kein Problem. Aber die wollten eben Honig im Kopf für die Amerikaner nochmal neu drehen. Und genau, deswegen hat sie gesagt, kommt er halt nur in Amerika raus, aber wir können ihn auch gucken, hat sie gesagt. Und das war's auch eigentlich schon. Ja, viele haben mich gefragt, eigentlich wollte ich das einfach ganz kompakt in einen Vlog packen, aber ich dachte, ich mache einfach mal ein extra Video dazu, damit ich euch wirklich jedes Detail sagen kann und alles, was eben dazugehört. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte es natürlich gerne auch vielleicht in einem extra Video, wenn es viele werden. Dann könnt ihr mir auch gerne Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Ich bin im Moment schon wieder sehr viel am Nachdenken, was ich verbessern könnte hier in diesem Kanal. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann, glaube ich, war es. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder was ihr gemacht hättet, wenn diese Firma euch eben angeschrieben hätte, ob sie eure Puppe haben dürfen. Könnt ihr mal
in die Kommentare schreiben. Manche sind vielleicht da ein bisschen penibler und denken so, nee, ich gebe mein Baby nicht in fremde Hände oder ich möchte das nicht, dass er in irgendeinem Film mitspielt. Aber mich interessieren eure Meinungen auf jeden Fall. Ihr habt meine gehört und ich finde es immer wieder in Ordnung. Auch wenn irgendjemand jetzt Benetton gebraucht hätte, ja, wäre das für mich absolut kein Problem gewesen. Ich wusste, dass die halt von Til Schweiger kommen und habe die Ausweise gesehen. Also das ist kein Problem für mich gewesen. Natürlich könnte man beim nächsten Mal einen Vertrag fertig machen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil es alles sehr spontan war. Die haben halt die letzte Szene ganz schnell gedreht oder mussten sie schnell drehen, weil Til Schweiger eben auch noch andere Termine hatte und deswegen hatten sie nur noch 3 Tage Zeit für den Rest. Aber ja, ich fand, es ist alles super gelaufen. Wir hatten super Kontakt, wir haben immer telefoniert und alles und es war einfach perfekt. Und da hoffe ich einfach, euch hat es gefallen. Dann wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!